Die große Zeit ist jetzt angebrochen. Deutschland ist nun erwacht. Die Macht haben wir nun in Deutschland gewonnen. Nun gilt es, das deutsche Volk zu gewinnen. Volksgenossen und Genossinnen, meine deutschen Arbeiter, ich bin aus euch selbst herausgewachsen, bin einst selbst unter euch gestanden, bin in 4,5 Jahren Krieg wieder mitten unter euch gewesen und habe mich dann durch Fleiß, durch Lernen und ich kann sagen durch Hungern langsam emporgearbeitet. In meinem innersten Wesen bin ich immer das geblieben, was ich vorher war. Unseren Augen, da muss der deutsche Junge der Zukunft lang und rank sein. Flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Grundstahl. Wir sind entschlossen, ein neues Geschlecht voranzuziehen. Die Energie und die Zähigkeit gab von den damaligen 1000 Mann. Vor 10 Jahren bis heute 14 Millionen zu machen. Und ich werde aus den 14 Millionen die 20 und die 30 Millionen machen. Die Rede nicht von den Zehntausenden, die Jahr für Jahr den Gashahn aufdrehen. Nicht, weil es ihnen zu gut geht. Die Gegner werfen uns Nationalsozialisten vor und mir insbesondere, dass wir intolerante, unverträgliche Menschen seien. Wir wollten, sagen sie, mit anderen Parteien nicht arbeiten. Die Herren haben ganz recht. Wir sind intolerant. Ich habe mir ein Ziel gesteckt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszubiegen. Und keine Felsenfest! Die Überzeugung, dass eben doch das einmal die Stunde kommt, in der die Millionen, die uns heute verfluchen, hinter uns stehen und mit uns begrüßen werden, dann das gemeinsam geschaffene, wiedererkämpfte, wiedererworbene